Danke, lieber Christian, für die Nominierung. Aber wie ich bereits im Vorfeld sagte, ich würde mir lieber Justin Bieber Poster ins Zimmer hängen, anstatt mich an eurer dämlichen Aktion zu beteiligen, die mittlerweile so nervig ist, dass ich am liebsten Salzsäure in mein Gesicht schütten würde, nur um euren Anblick nicht mehr ertragen zu müssen. Wisst ihr, wenn ich mich für eine gute Sache einsetzen möchte, dann tue ich das. Dann tue ich das, weil ich es möchte und nicht, weil es jeder macht. So, und dann tue ich das so, dass es auch hilft. Und zwar nicht nur, indem ich 1, 2 Euro spende, sondern ich spende etwas mehr Geld. Und zwar so, dass es für mich nicht zu viel und für die Aktion nicht zu wenig ist. So. Ich bezweifle allerdings sehr stark, dass es irgendeinem ALS-Patienten hilft, wenn ich mir eiskaltes Wasser beim Kopf schütte und dabei vielleicht eine Erkältung kriege. Okay, außer er ist ein Sadist und steht direkt neben mir. Oder erst meine Mutter, während ich in Flammen stehe. Ihr könnt mich für dieses Video gerne treten, schlagen, lebendig häuten, aus dem Fenster schmeißen, dem Satan opfern. Macht, was ihr wollt, aber wascht euch bitte vorher die Hände. Es gibt hier Leute, die machen das wirklich aus reiner Überzeugung. Die machen es, weil sie den ALS-Patienten helfen wollen. Und zwar machen sie es so, dass es wirklich hilft. Die schreiben die Links, die Spendenlinks oben drüber. Die erinnern auch im Video noch an die Krankheit. Und das ist in Ordnung. Das finde ich, das ist eine gute Sache. So, der Großteil von euch ist aber so dreist. Ganz ehrlich, ihr habt gar keine Ahnung mehr davon, worum es überhaupt geht. Ihr macht das nur noch, weil es jeder macht, weil es ein paar Likes gibt und weil es lustig ist. Es ist keineswegs lustig. Die meisten, ich bin mir sogar fast sicher, dass die meisten von euch absolut keine Ahnung haben, was ALS überhaupt ist und noch nicht mal irgendwie bei Wikipedia nachgeguckt haben, noch nicht mal überflogen haben, was es ist. So, wenn ich dann über euren Videos lese, ich meine, ich habe meine ganze Startseite voll davon, ich habe hier genug Videos, die ich als Messlatte nehmen kann. So, bei ungefähr jedem dritten Video steht, ihr habt 24 Stunden Zeit, sonst müsst ihr spenden. Sonst müsst ihr spenden. Spenden oder Video, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Ganz ehrlich, ihr solltet euch Salzsäure ins Gesicht kippen. So, und wenn ihr dann eine Gesichtstransplantation braucht, dann bin ich gerne gewillt, mir eiskaltes Wasser über den Kopf zu schütten. Literweise, tonnenweise. Ich springe auch gerne vollkommen nackt ins arktische Meer. So, rein aus gutem Zweck. Dann seht ihr mal, wie hilfreich das ist. So, wenn ihr irgendwas ändern wollt, dann spendet was. Spendet für die Forschung, spendet einfach generell. So. Aber macht nicht irgendwelche dämlichen Videos auf Facebook. Ich werde jetzt gleich ein Glas warmes Wasser trinken oder vielleicht gleich die ganze Flasche. Danach werde ich warm duschen gehen und ich muss mich auch gar nicht schämen. Weil es nämlich genauso sinnvoll ist, wie das, was naja, ihr da macht mit euren Videos. So, das war meine Meinung dazu. Ich werde niemanden nominieren, einfach aus reinem Prinzip. Ich denke mal, das ist auch klar. Und ja, ihr könnt mich jetzt gerne beleidigen oder was immer ihr auch sonst jetzt tut. Und ich wünsche euch einen schönen Abend.